Sven, der sitzt am Küchentisch mit mir und dann hörst du plötzlich flop, flop. Denkst, was war das? Dann hat er die Schuhe ausgezogen. Der kann die ausziehen ohne anfassen. Und dann liegen die unterm Tisch und du siehst die als Mutter und denkst, boah. Und du gehst vorbei und denkst, die hebe ich nicht auf. Nein, nein. Und du regst dich auf. Ne? Beim zweiten Mal, wenn er vorbeigeht, musst du schon die Hände in die Tasche tun. Du musst die Innentasche tun, dass du nicht aufhebst. Und das Schlimme ist, beim dritten Mal gehst du vorbei und merkst 5 Schritte weiter, dass du sie in der Hand hast.